Hallihalli Leute, willkommen zurück bei World of Tanks, immer noch mit Ghost, Anubis und Magpie zusammen. Hallo. Hallöchen. Und wir dachten, wir machen jetzt mal ein bisschen Unterhaltungsrunden. Das, wo die Leute sich am meisten überfreuen, wenn ich drin sitze, die Arti. Und Naja, ich habe und sogar eine. ich. Wenn ich Schaden an drei gegnerischen Fahrzeugen verursache, kriege ich tatsächlich wieder eine Mission erfüllt. Wie fährt man hier am besten mit dem Scout hier durch? Ich weiß es überhaupt Davon auf nicht. die Ecke würde ich mich stellen. Wenn ich mir nichts Kreatives einfällt. Probiere ich mal Glück. Ist halt absolut ein Scout, eine Niete. Ich sterbe mich eigentlich nur hoch mit den Es Dingern. muss halt die passende Ergänzung dafür sein, dass wir Arti fahren. Was kann es Okay, da ich freue Unterhaltsameres mich geben, gerade als wenn wir selber. Scout, wenn da wir dann zu jemand haben, der nicht gut im Scout ist? Das ist doch Ja, wie perfekt. gesagt, Ich ich habe glaube, ich mich stehe hier gerade ein bisschen selbst scheiße. getrollt, bisschen Fallschaden gekriegt. Da ist was offen, da ist was offen, da ist was offen. Und das ist auch noch ein Heavy. Da muss ich mich nicht ganz so Naja. schlecht fühlen. Schieß auf dem Medium. Hast du nicht uns gerade vor dem Match noch erzählt wollen, ich schieße nicht auf Mediums in der Arti? Ich bin laut hier, Arti. Ihr kommt hier gar nicht rein, ich darf darauf schießen. Oh. Vorher noch großer Tönen, ja, ich schieße nur auf Heavy, ich schieße nicht auf Mediums, das macht man als Arti nicht im Match. Oh, ich schieße mal auf den Medium. Oh, Hackett. Ja. Ich vermute ja, dass der VK da noch steht. Ich werde es gleich ausprobieren. Ja, ich könnte es best. Ja, tat er wohl nicht. Schade. Ich muss mich mal ein bisschen umpositionieren. Die Stelle war kacke. Unsere Hellcat ist übrigens AFK. Oh, schöner Schuss. Ich war's nicht. Sah nur so aus. Oh, T-44 getroffen. Boah, Alles wenn der weg. T-34 da jetzt noch ein bisschen stehen bleibt, ne? Jetzt ziel schneller ein. Aber das Kerns. Scheiße, er bewegt sich. Nein, mein Schuss ging sonst wohin. Ich glaube, das wird nichts mit der Mission. Das wird nie Du was mit wolltest der den Sand Mission. erschießen, gib's zu. Nein, ich will drei Gegnerfahrzeuge beschießen. Das brauche ich für so ein Ding. Hab 10 Schadenspunkte immer. Wow. Ist mir egal, wie viel Schaden ich mache. Ich muss nur beschießen. Ich muss noch nicht mehr Schaden machen. Ah, Oder ich bin vielleicht muss auf ich auch Reload, beschädigen. also. Ah, sehr Ja, schön. ich muss nur Treffer erzielen. Das ist alles. Ach, der in Scouts stecken ganz da hinten. Ja, dann. Ja, Immer die das wird nix. Arti. Oh, sind tot. Ich sehe da noch eine Superpower. Ich bin leider. Das hasse ich an Arti. No, das Team ist zu gut. Ich kriege nix ab. Schulbus, hau nicht ab. Ah, ist doch super. Ja, nee, ist klar. Aber auf der linken Seite können wir gleich noch auf was schießen. Ah, Schulbus. Nein, nein, ich rede nicht von dem Schulbus. Ich rede von dem T-34, der sich da vorbeischleichen will. Die Kugeln fliegen so langsam, dass ich einen fahrenden Schulbus nicht treffe. Ich sollte wahrscheinlich auch die Ente des Todes gleich nehmen. Damit wird das wesentlich einfacher als mit der Hummel. Das Gute ist, ich darf diese Runde wenigstens wieder aufgehen. Die Mission hat mich so wahnsinnig gemacht, ey. Denkst du mich? Ich? So eine Achterart, die ihr macht, aber lustiger. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher ich sie gemacht habe, aber ich bin da echt. Als ich das endlich fertig hatte, habe ich so gefeiert. Tra-da-da-da-da-da. Ach, da kommen sie ja schon, ja dann. Können wir uns doch noch wenigstens noch ein bisschen Spaß. Mist. Oder auch LOL, nicht. ich habe den So, bringt ihr mich jetzt T-71 gefälligst gesnapshottet. um? Was, du lässt dich umbringen? Ich wollte ihn halt erschießen, ja, aber ich fahre da hin und der schießt mir erst den Motor kaputt, dann kann ich auch nichts mehr Doch, machen. wollte Dafür habe ich sagen, keinen würde ich Repair-Kit jetzt raus. sofort kommen. Nee. Weil ich krieg für die Runde eh absolut nix. So, was Naja. soll's? Aber auch nur 112 Schaden, also. Ja, du hast wenigstens Schaden gemacht. Ja, du bist eine Art, du brauchst keinen Schaden, du bist schon OP genug. Ja, Das haben ist. wir's. Ja, genau, weil ich, wenn ich nichts mache, auch OP bin, ist klar. Ja, genau, du brauchst ja nur angucken. Schön wär's. So, gucken. Leg ich mir mit dem. Oho, ich hab keinen Schaden am WZ111 gemacht. GG. Ich kann genauso wenig. Bei dem mal Heat in die Seite pumpen. Ups. Weißt du, das ist das Geile, ne? Ein WZ. Grüne Spieler grundsätzlich, wenn sie im Premium-Tank sind, die müssen immer Gold schießen. Immer. Sagen wir mal zu 95%. Auf grüne Spieler, die auf dem Premium-Tank Also alle sitzen, grünen Spieler, die ich so die sind kenne, sind im Gold. Premium-Text vollkommen in Ordnung.
Ab grün aufwärts Gold im Premium Tank. 95%. Aber Moment, das Ghosty, du bist ja auch selbst auf dem besten Weg zu holen. Heißt das, du musst dann auch bald anfangen, ganz viel Gold zu kaufen? Ich sag mal so, ich schieße mit einem E100 mit Heat, also größer als. Ich hab grad ein WZ drin. Damit das. Ich Schaden mache in der Runde und überhaupt eine Runde zu gewinnen mit einem E100. Oh. Und Gandhi verschießt, jetzt haben das. Kommt wieder drauf an, so was, auf welche Ziele ich treffe, beziehungsweise wenn ich so sehe, Maus, E100, E7, E4, okay, Heat only. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht einen Panzer-Heat-Only gefahren, außer für Testzwecken, glaube ich, beim T34-3 und da habe ich mich danach direkt entschieden, nein, ich mache das nie wieder, das hat mich 20.000 pro Runde gekostet, in einem Premium-Panzer. Oh, was für eine WN8, 385er oh, WN8. Ich habe, 385, warte, 261. Oh, da war ich noch besser als du. Ich habe einen VK-30-01H beschossen, aber ich habe auch nichts an ihm gemacht. Okay, Ente des Todes, wo bist du? Also ich hab grad ein kleines Entchen. Ich hab grad meinen ersten Kringel bekommen. Oh, GZ. Ja, ist so scheiße schwer bei der Ari. Na gut, ihr wollt noch weiter hier trollen. Ich will die ja, Ari auch. Das ist Doc, wenn sie nächstes Mal ein Angebot hast, schenkst du mir eine, ne? Hab ich gehört? Ich gehört, dass das nächste Mal ein Angebot ist, schenkst du mir noch eine, ob ich zwei habe? Und du ja, nicht? Geht ja auch. Die ist teuer genug gewesen, musst 15.000 Gold dafür kaufen. Stimmt, Gold war die 50 voll. Euro, war, hat sie doch gekostet. Ja, weil das du sie zu einem Goldpaket dazu bekommen hast. Winterzeit, aber zu der Museumseröffnung hast du 15.000 Gold gekauft und hast die Arti gekriegt dazu als Geschenk. So, jetzt gehe ich auf meinen OP-Tank. Leider nur eine scheiß Windrad drauf. Durchbruchswagen 2? Nee. Das ist absolut der Nachfolger. Die letzte Runde, die ich gemacht habe mit ihm, waren 2000 Schaden und. Also. Ich hab den nie gefahren. Ich muss so sagen. Doc, dann hast du was verpasst. Absolut, das Ding macht richtig Fun. Also ich glaube zumindest, ich hab nicht gefahren. Ich glaube, ich hab direkt den 6er bekommen, wenn ich das richtig erinnere. Das ist schon wieder so ewig her. Du bist genauso wie Robert, ne? Überspringst du auch tausend von Tanks mit freier Erfahrung. Nee, gar nicht. Ich hab mir den über eine andere Reihe erfahren und dann wurde er in die Heavy-Linie gewechselt und dann bin ich so in die Heavy-Linie reingekommen. Indem ich mir vorher bei dem Panzer 3-4 den freigeschaltet habe und dann wurde der da umgeswitcht, habe ich den VK-30-02M kostenlos bekommen und habe dann den 6er Medium, ich glaube, es war der 6er Medium, den man direkt bekommen hat, auch passend bekommen. Achso. Ja. Aber wie gesagt, damals das war auch ganz am Anfang, als ich fleißig mit Mu am Panzer 3-4 fahren war. Ja, ich hab ihn leider, ich hätte an dem Tag noch weiterfahren sollen, hätte ich nicht zum Leo, sondern zum EN100 gefahren. Tja. Ja, wie gesagt, der Tank macht richtig Laune, also wer den nicht fährt, und ich fahr natürlich ins Wrack rein. Besser, wer den nicht fährt, so, der hat was verpasst. So. Gegner, bitte. Ah, komm. Keine Ahnung, ob ich hier gut stehe auf der Map. War irgendwie grad komisch. Ach, der Richtwinkel von der Art, ich hab's vergessen. Ach, ich habe ja keinen 50. Support, das heißt da dann ja 14 gegen 1, ne? Wenn du nur 14 Gegner hättest, wärst du echt gut dran, aber du musst bedenken, wir beiden stehen noch hinter dir. Ihr seid Arti, also. Ja, das heißt, wir treffen dich immer. Das ist das Schlimmere daran. Kein Verlass auf euch. Unser Lokus bringt sich schon mal um, schön. Der Jackson, der ist beschießbar, Gandhi. Ja, ich bin immer auf Jackson drauf, ich bin gerade in der Heavy Gaza da rein. Ja, da habe ich nichts getroffen, also dachte ich mir, ich guck mich mal weiter um. Und ist gerade auf die VK-30. Boom. Oh, den haben wir getroffen, sehr schön. Da ist noch ein D2, den ich gerne treffen würde. Nee, wohl nicht. Okay, den. Ach, Jackson, jetzt hau doch nicht ab, dann gehen wir da hinten hin. Ich muss mich daran erinnern, dass ich auf drei verschiedene Ziele schießen muss. Und der M7 bleibt da einfach wie auf dem Präsentierteller stehen. Oh, er ist mit einem Schuss tot gewesen. Upsala, so ein Unglück aber auch. Ich wusste gar nicht, dass diese Arti One-Shots verteilen kann. Kann sie. Das habe ich auch gerade gemerkt. Der war full life und dann war er es nicht mehr. Da ist eine Gegnerschaller fett. Irgendwo. Ich sehe es nicht. Da. Surferfahren, Kreuz, stell dich nicht so an. Oh, ein Schadenspunkt gemacht. Ein Stolzen. Ah, ich habe sie gesplasht. Gegnerschaller fett ist offen. Ja, rat mal, was ich gerade gesagt habe, du Nase. Ich hab auf die Heavys konzentriert, sorry. Ja, du kannst mir ruhig zuhören.
Was? Die hört man zu? Ja, es gibt Leute, die machen das den ganzen Tag, die machen da sogar extra Videos fahren, um mich dabei noch fahren zu sehen. Frag mich nicht warum. Ich weiß es nicht. Ja. Ah, Chito? Willst du vielleicht? Genau. So wird das aber nichts mit der Stuck davor. Jetzt fährt er wieder zurück. Du Schuft. Ah, die Stuck verzieht sich. Die Stuck ist tot. Oh, da ist noch eine Arti offen. Irgendwo gewesen. Dann habe ich die Treppe. Da ist er. Hallo Wespe. Gut, dass ich schon in deine Richtung geguckt habe. Und tot. Oh, ihr habt 1000 Schaden. Was für eine Scheißrunde. Ah, ich habe ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber ich habe vor allem meine Mission, glaube ich, erfüllt bekommen. Oh, der will schießen, sodass ich nicht auf ihn schießen kann. Komm, lass uns mal auf Ghosty schießen. Du schießt jetzt wirklich auf Ghosty? Naja, ich hab das Haus hinter ihm getroffen. Ja, warte. Jetzt bleibt er extra stehen. Es ist okay, da kann man in Ruhe vor ihn schießen, ohne dass wir ihn treffen können. Das passt schon. Ich hab 3 Kills von dir. Ich auch? Oh, Captain Wolverine getroffen. Ich möchte an der Stelle beantragen, dass Gandhi, der Depp, seine 3 Kills nicht geschafft hat. Gold Ghosty Kills, seht ihr nicht? Nein. Ah, ich hab eine Stahlwand. Okay, nee, Großkaliber. Zum Glück, der Schuss auf Wolverine zählt nicht mehr. Also, Tunase. Ich hab eine Aufgabe erfüllt. Zwar ohne Nebending, weil ich keine 1000 Schaden gemacht habe, aber das ist ja egal. Der Gegner schon leicht ein Panzernati. Oh, ist das eine scheiß Mission. Da hab ich einen Bulldog gekillt mit. Aber war verdammt viel daneben geschossen, also. Oh, nö, ich hatte Schuss meinen Spaß. 12 davon habe ich getroffen. Ich hab irgendwann mal einen Wolverine beschossen. Da war das. Ja. Ich habe am Anfang statt dem Jackson den Wolverine getroffen. Ich wollte auf den Jackson schießen, hab da geschossen, sagt, ja, der Schuss hat sich, ist halt hingegangen, war kein Explosionsziel, der hat wohl getroffen, ja, aber war nicht der Jackson, war der Wolverine. Dem ich damit Gun und Ladeschütze gekillt habe. Ja, kann man mal machen, wa? Mit sonst nichts ist. Ja, und der M7 war halt auch super. Jetzt ist der Tank nicht mehr zu gebrauchen. Löffel! PD-Modus. Doc, hast du schon die Medaille, Artilleris? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das mit deiner Fett erreichen kann. Am besten Willen. Ich glaube ja viel zu, aber das nicht. Ich hab's mit der M40 geschafft. E50M und SCB-1. Der SCB-1 ist wirklich. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab auf den E50M geschossen. Ich hab abgedrückt und sehe, dass der SCB-1 aufgeht und auf einmal. Boing! Beide. Zum Preis von einem. Schuss, ja. Also, nicht mal mit Absicht gewesen. Ich finde es immer erschreckend, wie Arti-Spieler Situationen in Artilleristen bewerten. Das ist das Erste, was man hört, ist, ah, da steht ein Artillerist rum. Jeder andere würde sich denken, da sind Gegner, die man tot haben muss fürs Wohl unseres Teams. Arti-Spieler denken sich, da kann ich einen Artillerist bekommen. Und dann werden die schon ganz heiß und ganz wuschig und wollen da unbedingt draufschießen. Der Blöde ist, beim Objekt 260-Mission musst du einen Artillerist machen. Aber bis ich da das bin, das dauert. Das werde ich sehr entspannt angehen und dann wahrscheinlich keine Mission mehr mit Arti lösen. Ich hab einen lustigen Weakspot gesehen. Oder ja. Ja, hat der. Wenn du den unter die Gunmantel schießt, also unter die Kanone, breit die Kugel so ab, dass die in die Fahrerluke unten reinknallt. Juhu, und unser T29 schießt unseren KV-3 ab? Oh Gott, Kinders, ey. Ah, geht da mal was auf da? Ah, ja, dann ist doch was offen. Ja, da komme ich aber schlecht dran. Also hier so Richtung Cap-mäßig, weißt du? Doch, gibt's ein sehr Problem dazu. Das ist doch wahr, ey. Ja, man ärgert sich über Leute, aber man kann sich immer noch aufs Spiel konzentrieren. Es muss doch nicht sein, dass man da so einen Akt draus macht. Wo könnte gleich wohl was aufgehen? Interessant. Jetzt die ganzen Gegner zu cappen, oder was? Ey, wenn sich jetzt uns... Oh, wir haben gerade schon eine Runde gewonnen, okay. Ist für mich nicht so schlimm, wenn die aus der Runde nichts wird, weil sonst Stuart sich auf die Idee kommt, ich könnte einfach mal durchcappen. Ich kann meine Mission diesmal eh nicht mehr erfüllen. Oder, Moment mal. Zerstöre einen Gegner, schleicht man. Ach, schade, ich hätte nur gestanden, zerstöre einen leichten Panzer, wüsste ich, was ich jetzt gemacht hätte. Einfach nur, weil es geht. Und weil dann wahrscheinlich die Aufnahme für heute eh vorbei wäre, weil ich dann gebannt wäre. Aber das ist einfach nur, um zu beweisen, dass so Blödsinn möglich ist. Wenn das echt möglich wäre, einfach nur um es zu machen, um zu sagen, Wargaming macht Scheiße, wäre es das eigentlich schon wert.
Weil die Mission hat echt so bopse. Ich hab das am Dingsbums getroffen, so ganz schön viel. Ich hab ihn auch getroffen, wir haben beide gleichzeitig getroffen. Ah, ich denk mal, Doc, bevor du gebannt wirst, dann musst du schon richtig. Wenn ich jemanden im Cap kille, das ist. Also ich persönlich würde, wenn ich da was zu sagen hätte, dem Moment sagen, yo, bann. Fertig, aus, richtig so. Ich würde nach Situation wahrscheinlich auch aus Prinzip sagen, ich höre für heute auf zu spielen, weil das ist einfach. Das war einfach nicht richtig, dass ich sowas mache. Das ist scheiße. Aber wenn also so, das bei so ein paar Sachen bei Mission geht, ist halt echt albern, was für Sachen da möglich sind. J-Panther. Du stehst da. Ich bin aber in gut. Die Seite. Ja. Das denke ich mir auch gerade. Das fliegt. Ja. Olga Truex, aber er hat den Instant repariert. Teilweise frage ich mich, ob die Leute ein Instant Repair Kit haben, bis ich mich mal erinnere, das gibt es nicht. Jetzt haben sie wahrscheinlich einfach nur sehr schnell gedrückt oder ein Makro dafür. Hier zu stehen ist eine schlechte Wahl. Ich glaube, er ist wieder gekettet. Das ist super. Ja, Schuss fliegt schon. Ja, meiner hat getroffen, deiner nicht. Wir sind gerade auf den 7er Heavies mit drauf, das ist wichtiger. Ich habe irgendwas getroffen und Module beschädigt. Ich glaube, es war die hintere IS. Oder der D29, irgendwas, was da ist. Oh, sie sind alle tot. Hallo, KV1. Ich hab leid geschossen, einfach zwischen die Bandbugs durch. Also. Hallo, T1 Heavy. Der Gummel war schneller. Hast du ihn gekettet? Ja, das ist gekettet. Gut. Da gingen noch ein paar Schüsse rein. Hoffen wir, dass er immer noch gekettet ist. Jetzt ist er tot. Großartig. Jetzt ist die Frage, wo alle stecken, deren TDs. Ja, die stehen irgendwo hier. Ja. Dura Emil wäre ein schönes Ziel. Ich weiß, ich halte jetzt auch einfach mal blind rein. Ich hab nicht mal geaimt, komplette Treff genau in die Mitte. Was ist das denn? Also Hellcat. Hallo, Hellcat. Oh, mit Hellcat habe ich noch eine Richtung offen. Da kann sie nicht treffen. Und, da sind die anderen beiden, die Städte, kommt doch nicht mal da weg kommen. Oder so. Oh, auf den Emil komme ich da hinten ran. Sehr schön, hau ihn weg. Ich komme auf gerade nichts außer die Hellcat. E25 könnte ich probieren, aber es wird knapp. Ja, unwahrscheinlich. Ich hab den BDR getroffen. Oh, die Hellcat ist abgehauen. Ja, dann. Hallo, Hellcat. So. Schuss ging wieder sonst wohin. Ja, ist aber gerade eine scheiß Position, um ihn zu beschießen. Hab's ja rausgenommen. Ja, ich hab gesehen. Jura Emil ist schon tot, oder ne? Ne, nee, der lebt noch. Ja. Oh, Jura Emil steht da gerade gut, ich bin ja der Reload. Nicht gut. Ja, ich hab gerade auch abgedrückt. Oh, schade, den wollte ich mir auch noch schnappeln. Hol dir den BDR. Schon. Nee, ich hol mir den Jagdpanther. Ja, ich krieg da nichts mehr ab, also. Oh, der Arme, ey, da schlägt's ein, das ist unglaublich. Also die Artis haben gerade echt ihren Spaß. Das ist. Teilweise schäme ich mich echt dafür, in so einem Moment in der Arti zu sitzen. Oh. Er versucht wieder zurückzufahren, nachdem er gerade von da schon abgehauen war. Ah, knapp. Ich habe einfach alles versucht, hinter ihm herzukommen, ey. Naja, ja, gegnerische Arti komme ich nicht dran, ist zu weit weg. Das ist das Spiel schon vorbei. Dann fahr halt in gemütlich Richtung Cap und stell dich da rein. Jetzt ganz knapp am BDR. Ja, da bin ich tot, also wenn ich reinfahre. Nö, bist du jetzt nicht mehr. Da schießt nichts mehr drauf. Glaub mir, die haben genug Probleme. Das meine ich nicht. Wenn ich jetzt runterfahre, bin ich tot. Und ich komme noch nicht mal den Berg hier rauf. Das gibt's so nicht. Naja, guck ich das Ganze. Oh, cool, ich hab den Jagdpanther die Kanone beschädigt. Ach, die sind da oben ja auch immer noch. Da kann ich auch wieder hinschießen. Muss ich mich mit dem BDR beschäftigen. Das war eine Heatkugel. Das hat 444 am E25. Mi amigo. Das kalte Durchschlag. Ja, ich kann nicht auf der Nati schießen, die ist zu weit weg. Das brauche ich gar nicht erst probieren. Ja, der BDR-Bus stehen bleiben. Ich kann ihn treffen. Irgendwisch. Aber ich könnte vorfahren, dass ich einfach auf die Nati schießen kann. Aber der bewegt sich die ganze Zeit. Ja, der ist nicht ganz dumm gewesen. Das schaffst du nicht bis da hinten, wie stehen. Oh, warte mal ab, du. Ja, könnte. Klar. Dann haben sie die Map kleiner gemacht.
Nein, ich habe Reichweite. Wenn ich hier vorne stehe, ist gleich aus. Das Problem ist, ich sehe natürlich jetzt nicht, wo sie sind, aber generell habe ich Reichweite. Okay, dann haben sie irgendwie die Reichweite. Materie. Da geht's auf. Blind. Lol, ich hab fast getroffen mit dem Schuss. Wie die Geier alle auf die Arti. Oh, aus dem Richtwinkel. Nein. So, und nach rechts rüber schwenken, weil da muss noch ein Wolle sein. Ich komme übrigens jetzt wirklich fast bis ganz in die Ecke. Ey, bis ganz. Du kommst bis ganz in die Ecke? Fast ganz. Ey, wo ich hier stehe, also. Bist du denn kurz hinter dem Busch komm ich? Na, ein Stück weiter komme ich schon noch. Also. Ha, Ghosty, wir bist nur noch hingekommen. Du hast dich doch beschwert, dass du nichts mehr sehen wirst. Ja, ich dachte, das Spiel wäre bis dahin vorbei, aber die beiden da, die sind nicht so. Da ist er. In den Busch habe ich gerade schon blind reingehauen und nichts getroffen. So eine Frechheit. Und jetzt ist mein Schuss natürlich abgeprallt, weil sie sich zu früh repariert hat. Oh, Lowell des Todes. Oh, und die Hummel hat sie erwischt. Doch, schade, 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 schade. Hatte nur noch einen Schuss übrig, ne? Oh, ich habe schon Heat geschossen. Fällt mir dabei auf, ich hätte nur noch einen Heat-Schuss übrig. Das habe ich nicht mal gemerkt. Ich habe mal Damage gemacht, also für die Runde. Und du hattest auch einen Heat-Schuss übrig, nur noch? Yep. Willkommen im Club. Ich habe auch nicht bedacht, wie wenig Munition das Ding hier auf Dauer hat. Aber wir haben wirklich nur Dauerfeuer machen können. 1300 Schaden und einen, wie heißt das, Unterstützer. Hätte ich mal die Heatschüsse am Ende nicht hätte ich das gemerkt, dass das Heat ist. Ich habe nur, ich habe 8 Stück davon dabei. Ich habe 7 verschossen. Ah, ein bisschen preisintensiv, gebe ich zu. Aber war lustig. Ja, so viel für die Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.